Ja, hallo. Ich halte das Mikro richtig. Schönen Mittag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute hierher gekommen sind. Es ist ein Wochenende, ganz scheinbar, das noch im Nachhall des Feiertages, sozusagen mit der Stimmung des Feiertages noch ein bisschen arbeitet. Das heißt, wir sind ein bisschen im intimeren Rahmen als gedacht, aber vielleicht ist das ja auch sehr gut fürs Gespräch. Es gibt eine Aufgabenstellung, die schon kursiert ist unter Ihnen, nämlich diese Kuverts, auf denen eine Karte, in denen eine Karte beigelegt ist, auf der wir Sie bitten möchten, uns vielleicht eine Impression, eine Beobachtung beizusteuern, die wir dann im Gespräch auch bearbeiten. Es gibt einen Satz: ich sehe, was du nicht siehst oder was ihr unter Umständen nicht seht, und das ist eine. Bitte vervollständigen Sie diesen Satz und geben Sie die Kuverts entweder meiner Chefin, Assistentin des Abends, Vanessa John Müller, ab. Sie können aber gerne natürlich auch, wenn Sie recht mutig sind, sofort zu mir kommen und mir dieses Kuvert diskret zustecken, wie eine kleine Bestechung, die unser Gespräch auch in die richtige Richtung lenkt, also in Ihre richtige Richtung lenkt. Das wäre die eine Aufgabenstellung, aber es gibt eine zweite Aufgabenstellung, mit der ich noch beginnen möchte, weil wir hier einen Sockel vorgesehen haben, auf dem wir gerne noch etwas liegen haben möchten, dass es uns so etwas wie ein Prisma, ein Filter in die Ausstellung gibt. Und zwar möchte ich fünf Personen bitten, oder vier vielleicht am Anfang, aber uns ein Objekt beizusteuern, das Sie dabei haben, das Sie so bei sich in der Tasche irgendwo mithaben, von dem Sie meinen, dass es nicht erläuterungsbedürftig ist, dass es sozusagen keine Zusatzerklärung braucht, um es zu verstehen, und zwar in dem Raum, in dem wir uns hier befinden, also dass sozusagen auch andere Leute, die dieses Objekt sehen würden, von Ihnen keine Zusatzinformation brauchen werden, um diesem Objekt eine Bedeutung beimessen zu können. Sozusagen eine gewisse Art von Evidenz auch aufweist. Das Objekt bekommen Sie nach der Veranstaltung zurück. Es ginge nur darum, dass wir hier auch etwas, sozusagen etwas zum Anschauen haben, an dem sich unsere Gedanken brechen. Genau, ist vielleicht schon jemandem eingefallen, was er uns geben könnte? Ich sehe, da kramt jemand hier. Es kramen alle so ein bisschen. Also es wäre ein Objekt, das sich auch annähert. Wunderbar, okay, großartig. Wir haben etwas, das sich, oh, ich bin begeistert. Wir werden die Objekte nacheinander, vielen Dank für das Kuvert, ich habe hier auch noch eine Bestechung parat. Wir werden die Objekte nacheinander hier durchwandern lassen. Wir geben Ihnen alle ein Zeitfenster von 10 Minuten. Hier vorne sind übrigens noch Sitzpolster und so Plätze, und die Aufgabenstellung lautet im Moment, mir ein Objekt beizusteuern. Zwei habe ich schon, drei bräuchte ich noch, von dem Sie ausgehen. Ah, wunderbar. Ja, das empfindet Sie als nicht erläuterungsbedürftig. Ich brauche nur mehr fünf. Okay, es drängt sich an, die Objekte, die nicht erläuterungsbedürftig, oh wow, sind sozusagen zahlreiche Dinge, die wir mit uns tragen, die wir wo wir gar keine Erklärung brauchen, und die werden im Moment auf meinem Tisch hier deponiert. Sehr gut. Jetzt haben wir fünf. Und die Uhr läuft noch nicht. Wir lassen jetzt im Moment dieses Objekt liegen, und ich würde sagen, an der Stelle können wir uns einfach auch jetzt getrost einmal niederlassen. Ja. Mein Name ist Andrea Hubin, und ich habe einen wunderbaren Gast für heute Mittag bei mir, Matti Bunzel, designierter Direktor des Wien-Museums. Ab 2015 beginnt deine Direktion im Wien-Museum. Du bist Professor für Anthropologie, jetzt einige Zeit gewesen in den USA, in Chicago war dein Lehrstuhl. Du hast auch Anthropologie wirklich in den USA studiert, warst auch jetzt die letzten 24, 25 Jahre wirklich dort. Bist aber andererseits auch im Bereich von Festivalaktivitäten tätig, und sozusagen deine Tätigkeiten oder Aktivitäten sind auch einfach divers. Du bist Anthropologe. Und vielleicht auch zur Erklärung eines Aspekts der Veranstaltung.
oder eines etwas, das sich wiederholen wird für in diesem Format, ist, dass wir gezielt auch Gäste mit einem Fachwissen oder einer Wissensproduktionsart hierher einladen, die nicht im Kern sich der Kunst widmet. Ja? Das heißt, dass wir eigentlich einen Blick versuchen auch hier zu erzeugen, der sich ein bisschen entspannen kann, indem man mal die Kunstfrage hinter sich lässt. Und vielleicht können wir da auch gleich ins Gespräch einsteigen, aber ich wollte noch auch dazu sagen, auch meine Position oder mein Blick auf die Ausstellung ist kein wirklich eingearbeiteter Blick in die Ausstellung, sondern ich bin auch fast eher eine Rezipientin, die hier dazukommt und die Werke und Objekte sich anschaut, wie Sie auch, wenn Sie in die Ausstellung kommen. Gut, damit hätte ich gesagt, drehe ich mal dann doch die Eieruhr an und wir lassen dieses Objekt gleich auf uns wirken und reden aber vielleicht auch darüber, über das, dass wir beide jetzt die Kunstfrage vielleicht außen vor lassen als erstes. Und gut, wie könnten wir einsteigen? Wir haben einen Satz, es gibt einen Titel für die Veranstaltung. Wir verstehen es noch nicht. Das heißt, es gibt eine gewisse Temporalität, es steckt auch irgendwas drin, dass man es verstehen möchte. Wo würdest du in den Satz reinspringen in die Ausstellung? Naja, ich meine, es gibt natürlich viele, viele Kontexte, mit die in meinem Kopf herumschwirren, die durch das meinen Background angesprochen. Also ich bin irgendwo, ich meine, interessierter Anhänger, also ein Anhängsel der Kunstwelt, aber ich bin nicht wirklich ein Teil der Kunstwelt. Und du hast schon gesagt, ich bin Kulturanthropologe und ich habe auch ein bisschen einen Hintergrund, obwohl das jetzt sehr, sehr im irgendwie zurückgelassen ist, das war eher in den USA so, dass ich ein bisschen Kunst selber auch gesammelt habe. Also ich bin ein bisschen ein Sammler, auf einem sehr bescheidenen Niveau. Nicht so wie Piet Mondrian Gemälde für 100 Millionen Dollar kaufen, sondern irgendwie interessiert daran, die Kunst der Gegenwart, irgendwie mit dieser Kunst auch leben zu wollen. Und dann vor allem in Chicago, wo ich eben war, die letzten 24 Jahre insgesamt in den USA, die letzten 21 in Chicago, war ich irgendwie also sehr integriert in die Kunstszene und dadurch war immer die Frage sozusagen, mit welchen Objekten würde ich gerne leben. Das ist ein Kontext, um zu sagen, dass ich es nicht ganz abgelegt habe, durch eine Ausstellung wie diese zu gehen, mit dem Gedanken, soll ich versuchen, das zu kaufen? Wie würde das auch schon im Wohnzimmer? Also dieser Gedanke ist einem Sammler, wenn man sich irgendwie zum Sammeln bekennt, auf irgendeine Art, also was ja eine extrem komplexe Figur ist, das ist dann schon noch da. Der andere Blick, den ich habe auf die Kunstwelt, ist wirklich ein anthropologischer Blick, im Sinne, also ich bin Kulturanthropologe, Ethnologe. Und mein letztes Buch, das im Herbst herausgekommen ist, ist eine ethnologische Studie des Museums für Gegenwartskunst in Chicago, das Museum of Contemporary Art in Chicago. Und auch sehr um die Machinationen im Hintergrund absolut geht. Absolut. Und das ist eben auch ein Zusatz. Das ist der zweite Kontext, mit dem ich so eine Ausstellung immer sehe. Also es interessiert mich maßlos, wie so eine Ausstellung zustande kommt. Ich meine, es interessiert mich immer. Aber es interessiert mich noch stärker in einer Ausstellung wie dieser, die ja so viele verschiedene Positionen enthält, die so divers sind und die Überlegungen der Institution, die so etwas zusammenführt, es scheint mir ganz spannend. Und das bringt mich genau zu dem, wir verstehen es noch nicht. Also für mich ist diese Ausstellung, wirft sehr, sehr viele Fragen auf, auch bezüglich der Praxis einer Institution wie der Kunsthalle. Also ich verstehe noch nicht ganz, was die Kunsthalle konkret uns sagen will mit dieser Ausstellung. Und das ist eine Frage, die mir schaut. Aber jetzt gehe ich noch nicht ein, ich weiß nicht, was ich habe keine konkreten Gedanken zum Taschenmesser, obwohl es ist ein sehr polyvalentes Objekt. Also ich habe keins selber. Also du besitzt kein Taschenmesser? Ich habe in meinem ganzen Leben nie ein Taschenmesser besessen. Das heißt, du brauchst es auch einfach nicht? Vielleicht brauche ich es und weiß es nur nicht, aber ich hatte jedenfalls nie eins. Ich habe komplett neurotisch immer einen Leatherman in meinem Rucksack dabei, der ihn auch beschwert, ja. Ohne ihn zu benutzen, ohne ihn zu brauchen.
wenn ich habe viele Dinge bei mir, die mir irgendwie notwendig scheinen, Kopfwehpulver und solche Dinge habe ich immer bei mir. Aber das gibt euch schon einen Einblick, was für mich die Urgenzen sind. Aber ein Taschenmesser, ja. Aber das heißt, Taschenmesser gehört nicht zu der Gruppe an Objekten, mit denen du dich umgeben willst. Das ist auch noch mal vielleicht so ein... Naja, wollen. Ich war natürlich schon in Situationen, wo ich dann in die Runde gefragt habe, hat jemand ein Taschenmesser? Ist mir schon klar, dass es seine absoluten Zwecke halten. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich frei assoziiere, was meine Gedanken sind, wenn ich ein Taschenmesser liegen sehe in so einem Museumskontext. Ich denke sehr, sehr viel über USA gegenüber Europa und natürlich hat ein Taschenmesser, auch wenn es keine Waffe im herkömmlichen Sinn ist, hat etwas Waffenhaftes. Und was interessant ist, wenn ich mir jetzt diese Ausstellung anschaue, die ich mir auch schon letzte Woche angeschaut habe, wenn wir so eine ähnliche Ausstellung hätten in den USA, wäre die Frage von der Bewaffnung der Bevölkerung und der Bewaffnung des Staates, glaube ich, ein viel stärkeres Thema, als es hier ist. Es ist nicht ganz absent, aber das ist eine Situation, die hatte ich nicht konkret, als ich es mir angeschaut habe. Also wie gesagt, ich habe ja vor allem darüber nachgedacht, was ich mir ins Wohnzimmer hängen könnte. Aber jetzt auf dieser Ebene ist das schon ein starker Gedanke. Aber jetzt, wenn man eben genau darauf schaut, was ist ein Erläuterungsbedarf bei einem Objekt? Also wenn wir beim Taschenmesser hinschauen und sagen, wen müssten wir fragen, um herauszufinden, ob es eine Waffe ist? Oder ja, das ist eine klassische, für mich, glaube ich, ein klassischer Interpretationsrahmenfrage, wobei einerseits subjektive Rahmen dafür ausschlaggebend wären. Manche Leute würden genau dieses Objekt als Waffe empfinden, andere nicht. Und dann gibt es natürlich einen legalen Kontext. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob dieses Objekt erlaubt ist auf einem Flug nach 9/11. Das weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere mich, ich habe schon sehr starke Assoziationen mit diesen Objekten. Das waren durchaus, und ich bin sicher nicht der Einzige, der in Wien aufgewachsen ist, in den 70er, 80er Jahren, sicher auch davor. Ich meine, das waren Kultobjekte. Also diese Schweizer Messer, damit haben Burschen meistens Burschen sehr angegeben. Also ich habe ein Taschenmesser und dann, da gab es oft Zeremonien, wie die rausgeklappt worden sind, alle die Funktionen. Und es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche. Es geht ja von sehr, sehr also einfachen, wo da nur zwei, drei Sachen sind, bis zu, das ist glaube ich so in der Mitte. Aber ich habe auch solche Taschenmesser schon gesehen, da gibt es 30 Funktionen. Vielleicht nicht 30, 20, ich weiß nicht. Aber jetzt... Toothpick, was mich immer sehr beeindruckt hat. Toothpick, ja. Den Zahnstocher. Den Zahnstocher, der da auch schon herauslinst. Beziehungsweise vielleicht ist das die Pinzette. Die Pinzette habe ich immer, hat mich nie so fasziniert, dass da eine Pinzette drinnen ist. Ich meine, die Frage, die sich für mich gerade bei einem Taschenmesser stellt, wir wissen jetzt nicht, wie viele Messer zum Beispiel da drinnen sind. Das heißt, das wäre ganz so ein Objekt, das erst entfaltet werden muss, damit wir es komplett durchleuchten können. Mhm. Ja? Und eben um herauszufinden, ist der Zahnstocher noch original oder nicht. Kann man das irgendwie umlegen, auch auf Kunstwerke in einer Art und Weise, oder sagen wir so, naja, Phänomene, wie wir sie hier haben? Naja, wie gesagt, also es ist interessant, einfach als Funktion von dem kunstdenkenden Mensch, der ich bin. Und ich bin jemand, der über Kunst sehr, sehr viel nachgedacht hat, aber ich bin absolut kein Kunsthistoriker oder Kunstkritiker. Das heißt, ich selber habe kein wirkliches Archiv, um einzelne Kunstwerke oder einzelne Positionen dahingehend zu prüfen, wie sie sich über lange Zeit entfalten. Ich habe so ein Archiv auf der institutionellen Ebene. Also für mich, um nochmal zurückzukommen, aber vielleicht für mich persönlich die dringendste Frage ist, also Destination oder Destination ist ja eine Fortführung von einem Ausstellungsmodell, das es in der Kunsthalle schon zweimal gegeben hat, nämlich lebt und arbeitet in Wien. Noch mehr, es ist die fünfte. Ist schon die fünfte, wirklich? Oder? Ne? Bin ich richtig? Wo ist die Vanessa? Die vierte. Die vierte. Okay, also wir waren beide eins daneben. Genau. Und ich meine, es interessiert mich einfach extrem persönlich. Ich hätte Interpretationen, weil ich habe, also zwei davon habe ich gesehen. Also das habe ich gedacht, also einen muss ich verpasst haben. Und es interessiert mich einfach sehr, welche Überlegungen zu der Formatsänderung geführt haben. Also man kann das natürlich ganz also straight interpretieren. Also wenn man einfach den Titel zum Beispiel nimmt, Lebt und arbeitet in Wien,
ist ja ein war für mich immer ein sehr prägnanter Titel, einfach weil er sozusagen die Zeile, die in einem Label meistens steht oder in einer Broschüre, das ist ja immer, was weiß ich, Künstlerin, was weiß ich, Louisa Smith lebt und arbeitet in Wien und Berlin. Dass man diese Zeile sozusagen nimmt als programmatisch für eine Ausstellung. Und gleichzeitig natürlich war da immer die Annahme, dass diese Leute auch in der Tat in Wien leben und arbeiten. Und natürlich, was mit Destination passiert ist, oder also ich nehme alles, was ich weiß, weiß ich halt nur aus den Medien und aus dem Text, den die Kunsthalle selber publiziert hat. Also Destination hat anders funktioniert, so wie ich das verstehe, nämlich dass die, also lebt und arbeitet in Wien, war keine Voraussetzung, um in Destination zu sein, sondern es war eine amorphere Beziehung zum Standort Wien, als es lebt und arbeitet in Wien war. Die andere Sache, die, so wie ich es verstehe, ein ganz anderer Zugang war, ist bei Destination gab es einen Call. Stimmt das? Wenn es einen Open Call. Also es gab einen, jeder und jeder Künstler, Künstlerin hatte die Möglichkeit, ihre Arbeiten einzuschicken, und die wurden dann von einem Team begutachtet, nehme ich an, und dann ausgewählt. Ganz eine andere Struktur als Lebt und Arbeitet in Wien, wo, wie ich mich erinnere, gab es zwar internationale Kuratoren, aber die haben durch Studiobesuche und so weiter die Sachen zusammengestellt. Genau, ich glaube, es hat immer so ein bisschen geswitcht, es war nicht immer gleich, aber es war an einem Punkt war es auf jeden Fall so, dass Kuratoren von außen eingeladen werden, um diesen Blick auf die Stadt zu werfen. Und genau. Aber was stimmt es, dass einen Open Call hat es nie gegeben davor? Stimmt das? Also das ist das erste Mal. Das finde ich total interessant. Also auch als Strategie. Das ist ja eine also in meinem, da gibt es jetzt einen Einblick, wie ich als Anthropologe über Kunst denke. Der Unterschied, eine Ausstellung wie diese durch einen Open Call zu organisieren oder in die Wege zu leiten, im Gegensatz zu durch Studio Visits, wie sagt man das? Studiobesuche, Atelierbesuche. Ist fundamental unterschiedlich. Ich glaube, das ist wirklich ein konstitutiver Unterschied und einer, der es spannend macht, darüber zu reflektieren. Also was einerseits auf der Ebene der Ausstellung, ist die Ausstellung dadurch fundamental anders? Das ist, glaube ich, eine offene Frage, die mich interessiert. Also die zwei Lebt und Arbeitet in Wien, die ich gesehen habe, schienen mir ein bisschen anders. Und für mich ist jetzt eben die Frage, ist dieser Unterschied eine Funktion dieser unterschiedlichen kuratorischen Strategie oder Zufall oder was immer? Ich meine, die Frage könnte sein, ob gerade die Veranstaltung oder ein Titel einer Veranstaltung, wir verstehen es noch nicht, sich noch mehr aufdrängt im Kontext einer Ausstellung, die amorpher wird in der Intentionalität mit dem Ordnungssystem, das man versucht. Ich möchte jetzt trotzdem, der Wecker hat uns gesagt, dass wir mit einem neuen Objekt aufs Podium gehen. Ich nehme das hier weg und gebe dieses Männchen. Michelin-Männchen stelle ich hin. Und ich möchte auch noch einbringen eine Publikumsmeldung. Was wir auf jeden Fall nicht aus unseren Überlegungen, was in denen nicht fehlen sollte, ist ein Schrank mit einem Schlüssel. Also das wäre ein Objekt der Ausstellung, das jetzt, glaube ich, auf jeden Fall nicht hier in Sichtweite ist. Ja, also mir nicht bewusst. Sondern, dass sich an irgendeiner Stelle erschließt. Okay. Und das ist sehr erstaunlich, weil es ist ein sehr minimales Objekt auch. Du weißt, wo es ist? Ich wüsste, wo es ist. Genau, okay. Ich habe es auch schon gesehen. Wir können das auch einfach sacken lassen. Okay, es gibt irgendwo in der Ausstellung einen Schrank mit einem Schlüssel, der doch gewisse Bedeutungsqualität entwickelt hat, bedeutungsvoll wurde. Es dürfte nicht irgendein Schrank mit einem Schlüssel sein. Okay, ich versuche mich zu erinnern, aber I'm drawing a blank. Ja. Also was für mich die Assoziation, die erste ganz starke Assoziation beim Michelin-Mann ist natürlich, nicht natürlich, also für mich ist einfach die Kraft von kommerziellen Images und wie mit unglaublicher, der unglaubliche Erfolg einer solchen Ikonografie. Also das ist ja eine Corporate Strategy, die irgendwann einmal, irgendwann muss sich ein Werbezeichner, eine Werbezeichnerin, die eben von Michelin angeworben worden ist oder beauftragt worden ist, irgendeine Ikone zu schaffen für Reifen, muss ich das ausgedacht haben. Und
das ist einfach ein unfassbarer Triumph. Und die, da denke ich dann schon, da denke ich an Künstler wie Jeff Koons, der ja ganz bewusst mit ähnlichen Strategien spielt und einer der ganz wenigen Künstler ist im Sinne von Fine Arts, die auf ähnlichem, unglaublichen, globalen, kommerziellen Niveau auch erfolgreich sind mit solchen Strategien. Und das führt mich natürlich dann immer wieder zu der Frage, wie sehen viele Künstler, Künstlerinnen ihre Aufgabe? Und natürlich für viele ist es natürlich in der Disruption von solchen visuellen Prozessen. Und wenn ich dieses Männchen dann sehe, wird mir halt wieder bewusst, wie im Grunde hoffnungslos solche disruptiven Strategien sind. Weil also ich damit meine, zu konkurrenzieren. Ist, ja, das also, ist ein Wahnsinn. Ich meine, das ist unglaublich. Das ist ja ein winzig kleines Ding und trotzdem haben wir genau gewusst, sofort. Mhm. Sofort. Das ist ja wobei Wahnsinn. Wir, glaube ich, falsch liegen. Also, das ist nicht das Michelin-Männchen? Ich glaube, es ist nicht das Michelin-Männchen. Es ist fast eher eine Kreuzung aus Teletubby und Venus von Willendorf, würde ich jetzt wirklich mal sagen. Und wir haben natürlich die Marke hineingesehen. Ich meine, Teletubby ist natürlich auch eine Marke. Stimmt. Ist es wirklich nicht das? Wer hat das denn beigesteuert? Ist es das Michelin-Männchen oder nicht? Ich habe sofort als Michelin-Männchen. Verstehe. Ich auch, aber das ist ja fast noch spannender, wenn es nämlich wirklich nicht das Michelin-Männchen ist, dann dass eine kommerzielle Ikonografie es sich so überlagert, dass selbst die Besitzerin es so liest, auch wenn es vielleicht nicht unter Anführungszeichen so ist. Eine klassische postmoderne Frage, gibt es eine Essenz von Sein? Kantschen Sinn und natürlich im postmodernen Verständnis nein. Also wir sind natürlich durch eine visuelle Imagebank so prädeterminiert, dass wir gewisse Objekte einfach nur im Kontext dieser Imagebank wahrnehmen können. Und da muss ich wieder an Jeff Koons denken, über den ich auch ein bisschen geschrieben habe, weil ich meine, das ist einfach ein, jetzt egal wie man dazu steht, als künstlerisches Projekt, mit Images spielen zu wollen, die so eine Macht haben, ist ein spannendes Projekt. Aber jetzt, wenn wir, da haben wir das Michelin-Männchen gesehen, ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir den Blick in die Ausstellung schweifen lassen können. Wir haben hier auch recht viele stehende oder in auch einer ungewissen Positur verharrende Männer. Da hinten Malerei, hier eher Fotografie. Mir scheint die Ausstellung nicht mit diesen Überblendungen in einer ähnlichen Art zu operieren. Also da ist wenig eigentlich Kommerz in der Ausstellung, ja, den ich... Das ist mein Eindruck auch, ja. Ich glaube, das stimmt. Aber also ich habe die Ausstellung also letzte Woche mir angeschaut und ich meine, das ist immer so eine klassische Frage. Nachher, also als ich dann werde ich ein, zwei Jahre später mich daran erinnert habe, was waren die Objekte, die mir sozusagen im Gedächtnis geblieben sind. Und ich meine, das spielt dann schon mit gewissen visuellen Assoziationen, die einfach diese Macht haben, das die Erinnerung auch zu besetzen. Ich kann euch sagen, dass die Arbeit, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist und über die ich wirklich viel nachdenke, immer noch ist diese dahinter, hinter euch, der Wiener Minimalkompromiss, wo es ja auch um Männchen geht eigentlich im Sinne. Und ich... was für mich ein interessanter Moment war, als ich hergekommen bin, um es mir einfach anzuschauen, also ich habe es mir einfach mal angeschaut als Arbeit und ich habe sie als Kommentar verstanden und jetzt muss ich auch sagen missverstanden, über den, sozusagen den Status quo von Wiener Stadtpolitik, was vielleicht eine Funktion ist, dass ich im Wien-Museum arbeite, wo die Stadtpolitik sehr, sehr präsent ist und wo irgendwie das Gefühl, dass man als Stadt zwar Ambitionen hat, aber sie nicht wirklich durchsetzen kann, wird dann irgendwie visualisiert mit dieser lustigen Floskel eines Minimalkompromisses. Dann habe ich nachgelesen, was nicht immer eine gute Strategie ist, weil oft sind die eigenen Interpretationen vielleicht die für einen persönlich spannenderen. Also die Genealogie des Objekts hat überhaupt, also sie hat mit Wien zu tun, aber nur sehr bedingt, weil es geht in der Arbeit um die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den Großmächten. Genau. Und was das ist, ist die Kunstgruppe Gram stellt nach ein Foto, das aufgenommen wird im Kontext, wo wirklich also Diplomaten versucht haben oder Zuarbeiter versucht haben, eine Aufstellung zu finden, in der der Minimalkompromiss, der in dieser Verhandlungsrunde erzielt wurde, auch darstellbar wird als öffentliches Objekt. Also ich habe mir schon gedacht, da geht es jetzt um die Stadtregierung und Fragen wie, was weiß ich, wie die
verkehrsberuhigten Ring oder so und was wäre der Minimalkompromiss des verkehrsberuhigten Rings, aber darum geht es überhaupt nicht, aber vielleicht doch. Aber ich meine, du hast jetzt gesagt, die Diplomaten haben versucht, dieses Bild zu gestalten für die Presse, das ist natürlich wahrscheinlich, denkst du wirklich, dass das so funktioniert, dass die diese Gestaltungsmacht im Hinblick auf die Bilder an der Stelle, ich nehme an, es ist eher das Pressebüro. Es wäre das Pressebüro. Es wären die diplomatischen, also die Zuarbeiter, also die hätten ja alle Büros und das. Nein. Ich meine, ich verbringe genug Zeit in offiziösen Kontexten, um zu wissen, dass das ein richtiger Job ist. Also die extrem genaue mediale Darstellung und der Versuch, die mediale Darstellung irgendwie zu kontrollieren, ist ein riesiger Job. Also das ist, also was halt dann wieder spannend ist an dieser Arbeit, ist, das ist kein Foto dieser Leute, die das getan haben, sondern das ist nachgestellt. Also das ist scheinbar die Künstlergruppe, die Mitglieder der Künstlergruppe, die das eben, ein Reenactment. Also eigentlich, ich finde immer noch eine sehr coole Arbeit. Aber jetzt auch wieder zurückgeholt in diese Frage, wir verstehen es noch nicht und wollen es aber vielleicht verstehen und widmen uns einem Verstehensprozess, in dem ist wahrscheinlich sehr, sehr stark, was in der Erinnerung zurückbleibt. Das heißt, Verstehensvorgänge, jetzt vielleicht auch als Frage an den Anthropologen, wie würdest du dich annähern an die Ausstellung und welche Schritte würdest du nehmen und wie viele Rollen spielen da solche Michelin-Männchen, die einem, denen man nicht entgeht im Assoziationsraum? Ja, für mich als Anthropologe wäre die Ausstellung als solche quasi ein Datenpunkt. Und was für mich ganz wichtig wäre, also wenn ich da jetzt anthropologisch darüber schreiben würde, wäre das, was wir halt teilnehmende Beobachtung nennen und oder Feldarbeit. Und das wäre einfach ganz zentral eine diskursive Strategie. Also wenn ich das wirklich angehen würde als Forschungsprojekt, was hat es mit Destination Wien 2015 auf sich und was waren die Strategien und was will die Kunsthalle uns vermitteln, dann würde ich versuchen, in erster Linie mal mit den Machern, der Macherinnen der Ausstellung zu sprechen, also mit Leuten wie dem Nikolaus Schaffhausen und im kuratorischen Team. Das wäre eine ganz zentrale Schiene. Und als Kulturanthropologe arbeitet man oft implizit mit Vergleichen. Also ich würde das dann konterkarieren mit Forschungsarbeit, mit anderen Worten, also Gesprächen, vor allem mit Mitgliedern der Wiener Kunstszene. Und dann wäre für mich sehr, sehr interessant zu sehen, was die Überlegungen auf der Produktionsseite sind, also auf der Seite der Kunsthalle, und dann zu schauen, wie stark die akkordieren oder nicht akkordieren mit den Erwartungen, Erfahrungen in der Kunstszene. Also für mich wäre es, als Anthropologe würde ich das jetzt als anthropologisches Projekt machen, wäre sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel, da würde ich ganz konkrete Künstler mir zum Beispiel anschauen, zum Beispiel nach Konstantin Loser, den ich sehr schätze als Künstler, die Drahtarbeit gleich draußen, der war in der letzten, lebt und arbeitet in Wien. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil da habe ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen, ich kannte ihn nicht. Und da waren zwei Werkgruppen von ihm, die mich wirklich beeindruckt haben. Und das wäre interessant, also da er eben ein Künstler ist, der jetzt in beiden vertreten war, wäre spannend zu schauen, wie er das sieht. Ja, auf der anderen Seite ist es aber doch auch ein heikler Prozess, weil du hast vorhin gesagt, es ist manchmal gar nicht gut, in das Booklet dann hineinzuschauen, um sich die Informationen, das heißt, man hat diese heikle Situation, das ist, muss ja auch für den Wissenschaftler gelten, dass man in einem Prozess immer mit so einer fragilen Aufteilung von Nichtwissen oder ein Wissensanteil, in den noch etwas einfließen kann, was man selber... Es ist ein heikler Prozess. Ich meine, es ist halt, deshalb habe ich ja begonnen, die verschiedenen Wahrnehmungsebenen, die ich selber auch in mir habe, zu nehmen. Weil als Kunstsammler will ich oft nicht ganz genau wissen, weil manchmal verliebe ich mich in ein Objekt. Und ich meine, wie gesagt, das ist alles in der Vergangenheit, aber wir haben mehr Platz gehabt in Chicago. Also wir haben Objekte gekauft für unser Wohnzimmer. Und ich meine, wenn man ein Objekt sieht, das einen total anspricht und man verliebt sich darin, man hat seine eigene Interpretation davon, das ist gar nicht so wahnsinnig gut, dann plötzlich dem Künstler oder Künstlerin gegenüberzustehen und zu sehen, dass das total falsch war. Und da kriegt man ein schlechtes Gewissen, dass man sich da jetzt verliebt hat aus Gründen XYZ, die einfach vollkommen gegen die Intentionalität des Objekts vielleicht gewirkt haben. Also in dieser Person, in der Persona des Sammlers, bin ich eher ein Nichtlesender. In der Anthropologenrolle will ich alles, also will ich einfach jeden nur denkbaren Diskurs auf jeder Ebene wahrgenommen haben und dann als Wissenschaftler versuche ich das ja dann zu synthetisieren. Also das ist das, so sehe ich meine Rolle als Ethnologe. Wirklich eine ganz konträre Rolle. Und es war schon verbunden, weil die Sammlersache kam zuerst. Also ich war irgendwie, habe mich irgendwie infiziert mit dieser Begeisterung für Gegenwartskunst. Und
das ist ein paar Jahre so gegangen und dann irgendwann habe ich mich erinnert, als Ethnologe kann ich eigentlich forschen, was immer ich will, und habe mir dann gedacht, warum nicht eine wissenschaftliche Arbeit über die Fragen des Sammelns, weil das hätte es ja auch sein können. Man hätte ja versuchen können, eine Ethnographie von Sammlern, aber das gab es auch schon, und dann ist es halt eine Studie des Museums geworden, wo für mich im Zentrum die Frage gestanden ist, die Frage, wer entscheidet eigentlich, was in so einem Museum auf der Wand ist. Aber es gibt ja noch eine Persona, in deren Funktion du da bist, und das ist die des zukünftigen Museumsdirektors des Wien-Museums. Stimmt. Wie brauchst du diese Ausstellung? Na gut, und dann, das ist jetzt dann die dritte, du hast ganz recht. Also das war, ich muss gestehen, in der habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das ist eine andere Form von Sammeln, weil das Wien-Museum hat ein kleines, viel zu kleines, aber doch ein Sammlungsbudget. Und ich meine, ich bin schon hier durchgegangen und habe mir gedacht, ja, ist da irgendetwas, was wir für die Sammlung des Wien-Museums kaufen könnten? Und da war, mein erster Gedanke war, das wäre ein Prozess. Also wir haben Kuratoren, Kuratorinnen, also das ist nicht so, dass ich das ad hoc entscheiden würde, aber also in meiner allerersten Interpretation, das ist über die Wiener Stadtpolitik, habe ich mir gedacht, das würde aber sehr gut passen ins Wien-Museum. Und dann lese ich das und denke mir, vielleicht nicht so. Jetzt, Es ging natürlich um die Anmietung der Hofburg, eines Raums in der Hofburg. Ja, weist darauf hin, dass man die Hofburg erst anmieten muss. Auch das ist natürlich eine total spannende Frage, weil da können Sie mir auch helfen. Ich bin ja noch nicht Direktor und es gibt verschiedene Zugänge. Also wir haben ein Ankaufsbudget generell, wir haben ein Sammlungsbudget. Das ist einmal das eine. Und wir sind natürlich in der Essenz das historische Museum der Stadt Wien. Also die Dinge, die wir am ehesten ankaufen, sind ein kürzlicher Ankauf, das könnt ihr alle sehen in 3 Wochen, das ist ein ganz toller Ankauf. Eines der wichtigsten Gebäude der Ringstraße war der alte Heinrichshof, der gegenüber der Oper war und der von Bomben getroffen worden ist und dann in den 50er, frühen 60er Jahren abgetragen worden ist. Jetzt ist es uns gerade möglich gewesen, 2 der sogenannten Hermen des Heinrichshofs zu kaufen. Das sind diese skulpturalen Figuren, die an der Fassade von solchen Ringstraßenpalästen waren. Das ist eine klassische Akquisition fürs Wien-Museum. Aber wir kriegen auch die bundesweite Galerienförderung. Das heißt, wir haben auch ein ganz kleines Budget, aber es ist ein Budget für den Ankauf von Gegenwartskunst über die Galerienförderung. Und das ist ein Budget, das wir zur Verfügung haben, und in diesem Budget stellt sich wirklich die Frage. Also ich meine, da gehe ich wirklich durch diese Ausstellung und denke mir, ja, das ist jetzt mein Supermarkt, da könnte ich mir ja was aussuchen. Ich wollte gerade sagen, das geht natürlich alles in die Shopping-Richtung. Absolut. Shopping für den guten Zweck, für die Allgemeinheit. Aber ich möchte jetzt zwar zuerst das nächste Objekt auf den Plan tun und dann aber die Frage doch anschließen, inwieweit du auch einen Anspruch an die Kunsthalle und so eine Ausstellung stellst, die ein bestimmtes Wissen bereitzustellen über eine eher über größere Zusammenhänge als über Einzelobjekte. Moment, aber ich. Okay. Ja, der Gürtel erinnert mich natürlich daran, wie eng unser Budget eigentlich ist. Also. Ja. Na, also weil du gefragt hast, also in dieser Rolle jetzt, also in der Wien-Museum-Rolle, und auch wieder überlegen, dass das ein Open Call war, also der Supermarkt war nicht zufällig, dass ich gesagt habe, weil ich bin hier schon reingegangen, habe mir gedacht, okay, also dadurch, dass wir ja gewisse Mittel haben für die Akquisition von Gegenwartskunst, und wir haben auch Kuratoren, Kuratorinnen, die sich damit beschäftigen, aber ich bin natürlich auch daran interessiert, also wir haben natürlich eine gewisse Tätigkeit, wo wir mit Künstlern zusammentreffen und uns Sachen anschauen, und da habe ich mir schon gedacht, das ist aber jetzt sehr bequem, weil da kann ich so viel auf einmal sehen und muss nicht von einem Atelier zum anderen rennen. Also in dem Sinn bin ich natürlich der Kunsthalle extrem dankbar. Dadurch, dass es durch einen Open Call zustande gekommen ist und dadurch, dass es, also so wie ich die
die Narrative der Kunsthalle über die Ausstellung selber verstehe, sozusagen, es ist keine extrem, it's not curated with a heavy hand, also es ist nicht so, dass da ein wirkliches Thema, also es ist kein, ich sehe keine starke kuratorische Position, die sagt, wir konzentrieren uns auf Objekte, die den öffentlichen Raum in Frage stellen oder Objekte, die die Kommerzkultur in Frage stellen. Mein Gefühl, wie ich die Texte der Kunsthalle lese, ist, dass es im Grunde einfach eine Reflexion ist von den Dingen, die eben eingesandt worden sind, die dann eben ausgewählt worden sind. Also ich beantworte immer noch die Frage, was erwarte ich mir im Sinne von Wissensproduktion? Also dann habe ich keine extrem hohen Erwartungen, sondern ich denke mir einfach, ja, das ist ein Querschnitt von Kunst, die eben der Kunsthalle zur Verfügung gestellt worden ist für die mögliche Ausstellung in dieser Sammlung. Und dann, was halt hier drinnen steht, ist eine erste Kontextualisierung. Und das heißt, ohne so eine intentionale Setzung, welche Trends man unter Umständen abbilden will, könnten wir trotzdem erwarten, dass sich hier etwas zeigt? Ah, vielen Dank. Danke. Wahrscheinlich 7. Nein, jetzt haben wir ja schon. 7. Ja. Also, dass sich. Also, das eine ist, dass wir einfach sehen, was es alles gibt. Alles genau. gibt. Also, genau. eine Reihe, ja. das, es gibt das und ja. das und ja, das ja, ja. und das. Was wir möglicherweise an der Stelle noch nicht ziehen, ist, in was für einem Zusammenhang das steht und auf ja. welche größeren Ströme das verweist oder ja. Richtungen, in die sich ja. das bewegt, verweist. Ja. Können wir annehmen, dass wir in einer Ausstellung trotzdem, auch wenn sie eben diese kuratorische Setzung sehr bewusst und sehr entschieden auch nicht macht, so etwas herausfinden könnten? Also ich lese vielleicht einen sicher. Satz vor. Ja, bitte. Ich sehe, was ihr unter Umständen nicht seht, und das ist eine Übermacht des Algorithmus und unser Versuch der Entschleunigung. Also das ist etwas, was jemand hier gesehen hat. Das ist ja doch nicht ein Objekt. Also, sagen wir nochmal, ein Übermaß an Algorithmus? Eine Übermacht des Algorithmus und unser Versuch der Entschleunigung. Versuch der Entschleunigung. Vielleicht. Ist eigentlich irgendwas, ja. Es klingt ein bisschen antagonistisch auch. Also ja, Algorithmus klingt nach eher sozusagen Steuerung ja. oder auch eine, sozusagen eine Abhängigkeit des Tuns von irgendeiner Maschine oder ein Prozess, der abläuft, während Entschleunigung fast ja. jeder Widerstand ja. im Getriebe wäre. Vielleicht. Ich bin für alle Interpretationen offen. Es fällt mir schwer. Ich glaube, da liegt die größte Kontinuität zwischen Lebt und Arbeitet in Wien und Destination. Weil bei Lebt und Arbeitet in Wien, glaube ich, gab es auch keine starke kuratorische Setzung im Sinne. Also ich meine, da gab es natürlich, wenn du dann die Rezensionen gelesen hast, und es gibt ja, wir haben ja auch einige wirklich wunderbare Kunstkritiker in der Presse schreiben, da gab es schon Leute, die dann auf sehr interessante und auch stringente Weise argumentiert haben, ja, also die Ausstellung sagt uns, dass es momentan in der Kunst diese und diese und diese zentralen Themen gibt. Ich glaube nicht, dass ich das hier sehen würde, vielleicht weil mein Kontext einfach ein limitierter ist. Ich meine, man sieht natürlich Dinge, die in der Kunstwelt des Anfang des 21. Jahrhunderts zutreffen, dass keine Institution wie die Kunsthalle eine reine Gemäldeshow machen würde und dass es ein, zwei Positionen gibt, die also aus der Gemäldekonvention kommen, ist schon fast überraschend. Also es gibt ja, ich bin sicher, sind alle häufige Besucher der Kunsthalle, es gibt ja viele Ausstellungen in der Kunsthalle, die auch ohne Gemälde ganz auskommen. Und dass wir sehr viel Videoarbeiten haben, ist ja auch keine Überraschung. Das ist ja die Kunst, die Institutionen wie der Kunsthalle seit den letzten 15, 20, 30, vielleicht nicht 30, aber sagen wir 15 Jahren gezeigt wird, ist diese Art Kunst. Und in dem Sinn, also als ich hier reingekommen bin, das erste Mal, war ich nicht überrascht. Ich rede jetzt nicht von einzelnen Positionen, einige haben mich sehr interessiert, wie ich ja gesagt habe, aber was ich als Ganzes sozusagen gesehen und erlebt habe, hat mich nicht schockiert. Also auf, nicht aus der Bahn geworfen. Also ganz im Gegenteil. Also das heißt aber auch, dass wir, wie soll ich sagen, ich meine, es gibt verschiedene Arten. Nein, aber das heißt, ein Verstehensprozess, wenn wir jetzt wieder auf das zurückkommen, würde der immer ansetzen an dem Punkt, wo man eine
eine Differenz wahrnimmt oder eine Verschiebung wahrnimmt. Ich glaube bei mir, weil ich einfach so ein radikaler Strukturalist bin. Also ich bin wirklich, ich bin als sowohl als im persönlichen Leben als auch als Anthropologe jemand, der sehr stark davon ausgeht, dass Bedeutung einfach nur im Kontext von Nichtbedeutung möglich ist. Also dass Dinge nur dann etwas bedeuten, wenn man sie gegen etwas anderes abtrennen kann. Und also ich suche immer nach konstitutiven Unterschieden. Ich suche nach Präzision, ich suche nach Abtrennungen und Abschottungen. Und die sehe ich hier als Ganzes, als Gestalt der Ausstellung nicht. Ich glaube, das ist keine Kritik. Ich meine, aber sagen wir so, wenn ich hier hineingekommen wäre und es hätte nur Gemälde gegeben, dann hätte ich gesagt, das ist ein Weltevent. Weil wenn eine Kunsthalle Wien ein Destination macht und sich nur auf das traditionellste, konservativste Medium kapriziert, das wäre ein Statement. Aber es möglicherweise übersetzt sich da auch eine innere Struktur der Ausstellung, weil es gibt ja noch einen Punkt, wo Differenz und Abgrenzung sehr schwer herstellbar ist, das ist in der Ausstellungsarchitektur. Es gibt ja eine sehr, sehr gezielte Setzung in der Ausstellungsarchitektur, in dem Fall auf dieser Ebene hier mit vorgefundenen Materialien zu arbeiten. Ja. Wenn wir zum Beispiel schauen, die Stange hinter uns, also die da alleine steht, ist einfach kein einzelnes Kunstwerk, sondern und ist auch kein ist konstruktives Element, sondern ist einfach eine Stange. Oder auch diese, also für uns in unserem Blickfeld im Weg steht diese schwarz gestrichene Platte. Ja. Auch die ist eigentlich ein unbehängtes Ausstellungsdisplay-Element. Du hast ganz recht. Das führt mich wieder, du hast ganz recht, weil das war wiederum etwas, auch wieder denkend, in Gegensätzen denkend, wo ich mir gedacht habe, das ist eine radikal andere Ausstellungsarchitektur als Lebt und Arbeitet in Wien. Weil die zwei Lebt und Arbeitet in Wien, die ich gesehen habe, waren, was waren meine Assoziationen? Sie waren sehr, fast, da gab es fast eine liebevolle Umgarnung. Der Kunstwerke. Da wurden Architekturen in die Halle hineingebaut. Ich erinnere mich, da bin ich Treppen rauf und runter gegangen, aber nicht die Treppen, die halt oben sowieso schon sind, sondern also da waren künstliche Räume und das hier ist schon eine radikal reduzierte Ästhetik im Vergleich. War zumindest mein Eindruck. Wie gesagt, das ist. Ja, aber auf der anderen Seite, also was ich mir gedacht habe, ist, was sie in den Ausstellungsraum hineinbringt, ist, dass man manchmal nicht unterscheiden kann, wo das Werk anfängt und wo es aufhört und wo es übergeht in eine Display-Situation. Also fast noch stärker im oberen Raum. Ja. Und ob das nicht auch, also wie könnte man diese Gäste beurteilen, dass man im Grunde diese Grenze nicht mehr sieht, ist das eine... Ich habe es nicht so gesehen, nicht so stark. Ich verstehe, was du sagst, und es stimmt. Also es waren schon noch Momente, wo ich mir gedacht habe, also wo ist es jetzt? Aber es gibt ja eine von den vielen, vielen, vielen Subgattungen von Kunst, die mich extrem interessiert, ist Kunst, auf Englisch sagt man, at the threshold of perception. Also Kunst, die man kaum wahrnimmt. Weil an der Schwelle zur Wahrnehmbarkeit. Finde ich unsagbar spannend. Und ich meine, da gibt es... Da gibt es sehr, sehr radikale Ideen und sehr, sehr radikale Praxen. Der Schrank mit dem Schlüssel war sowas. Wirklich? Ich rate, den nochmal zu suchen. Okay, ja, super. Also das aber, also hat halt funktioniert, indem ich es nicht geschafft habe. Aber ich meine, das ist, also ich würde nicht sagen, dass das ein besonders starker Fokus ist, diese Ausstellung. Also ich glaube, die meisten Positionen in dieser Ausstellung sind konventionell im Sinne von was halt typische Gegenwartskunst im frühen 21. Jahrhundert ist. Es ist, wie gesagt, das ist keine Kritik. Was ist das? Hier bricht es uns ab. Ja, es sind Positionen, die in oft ironisierender Weise und oder politisch kritisierender Weise die Komplexitäten der Welt verhandeln wollen und die sehr, sehr, sehr bemüht sind, für meinen Geschmack viel zu sehr bemüht sind, uns davon zu überzeugen, dass die Welt sehr kompliziert ist. Und der Grund, warum ich das nicht so wahnsinnig spannend finde, ist, dass ich glaube, dass wir das alle sowieso wissen. Also Kunst, die uns lehren will, dass die Welt schlecht, schwierig und komplex ist, hat für mich einen sehr beschränkten heuristischen Wert.
Ich fühle mich angezogen von Arbeiten, die das ist auch wieder ein anthropologischer, also auch als ich Kunst gesammelt habe, ich habe sehr oft Kunst gesammelt, die im weitesten Sinn politische Kunst ist, die irgendwie die Realitäten widerspiegelt oder bricht. Aber ich habe mich selten für Kunst wirklich begeistern können, die das tut in einer Art, die für mich eher eine akademisch-wissenschaftliche Art ist. Also ich glaube, ich bin eigentlich ein sehr traditionell denkender Konsument von Kunst, der sehen will, ob es Künstler und Künstlerinnen gelingt, aus den formalen Zusammenhängen der verschiedenen Medien neue Dinge zu zeigen, im formalen wie im inhaltlichen, dass mir einen neuen Blick auf die Welt gibt. Ich möchte etwas, meine idealen Kunstwerke zeigen, erlauben es mir, die Welt anders zu sehen, nachdem ich sie gesehen habe. Wir könnten über einzelne Positionen reden, wo das halt genau, also für mich halt so der Fall ist. Und das sehe ich ab und zu, aber das ist für mich sehr selten. Aber das war auch gut, weil ich habe ja eh kein Geld gehabt. Also es war sehr selten, dass ich etwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt haben. Aber ich habe ganz kurz überlegt, ob wir versuchen könnten, den Raum der Nicht-Komplexität zu konturieren, so ein bisschen zu schauen, was spielt sich dort ab. Also zum Beispiel die Nicht-Komplexität des Nicht-Erläuterungsbedürftigen oder ist das nur eine Schein-Nicht-Komplexität? Naja, ich bin kein Fan von Kunst, die es unabdingbar macht, dass man unglaublich viel externes Material absorbieren muss, um zu verstehen, nachvollziehen zu können, was der Künstler, was die Künstlerin will. Gleichzeitig interessiere ich mich natürlich nicht für Kunst, die extrem naiv irgendwie Dinge repräsentiert, obwohl, wenn sie das ironisch tut, kann das auch wieder interessant sein. Also mit anderen Worten, ich suche nach einem, auf Englisch sagt man Middle Ground, also irgendwie so einer Zwischenstufe von Kunst, die irgendwie reingeht, aber die es nicht in einer trivialen Weise tut. Wir haben hier wieder einen Satz. Ich sehe, was ihr unter Umständen nicht seht. Und das ist eine nicht sehr große Wertschätzung junger Künstler des eigenen Landes. Das ist natürlich schade. Also ich nehme das jetzt mal so mit. Hätte ich jetzt auch nicht gesehen, weil natürlich irgendwo es um Interaktion geht. Also hätte ich wirklich nicht gesehen im Sinn von, was ihr nicht seht. Das ist eine total spannende Frage. Und das ist eine Frage, da bin ich wieder der Anthropologe. Also für mich, wenn ich jetzt anthropologisch arbeiten würde über die Wiener Kunst und so weiter, wäre für mich das eine ganz wichtige Ausstellung. Und wie gesagt, es wäre für mich extrem wichtig zu verstehen, wie die Wiener Kunstszene, ist eh klar, die ist nicht monolithisch, da gibt es verschiedene Positionen, aber doch, wie die Wiener Kunstszene die Rolle der Kunsthalle sieht und ganz besonders dieser Ausstellung, die ja doch wahrscheinlich die zentrale Ausstellung ist, wenn es darum geht, die Wiener Kunstszene als solche zu reflektieren. Was impliziert ist in der Frage oder in dem Statement, ist die Ausstellung erfolgreich als Vehikel, um die Wiener Kunstszene darzustellen? Ich meine, das ist eine offene Frage. Ich meine, man könnte auf jeden Fall, ich meine, ein offensichtlicher möglicher Kritikpunkt wäre einfach zu sagen, dadurch, dass es nicht mehr lebt und arbeitet in Wien ist, sondern im Grunde jeder konnte sich bewerben, wenn er oder sie nur irgendeine Beziehung zu Wien nachvollziehen konnte, könnte man natürlich sagen, das ist eine Geringschätzung der lokalen Kunstszene. Lebt und arbeitet in Wien, war fokussiert exklusiv auf Wien. Jetzt könnte man gleichzeitig argumentieren, dass durch den Open Call, der glaube ich wirklich ein Open Call war, also das war, ich glaube, da gab es ja wirklich keine Einschränkungen, so wie ich das verstehe, ist natürlich, ich meine, viel offener, quasi demokratischer kann man als Institution nicht agieren. Ich meine, der nächste Schritt wäre zu sagen, wir machen nicht nur einen Open Call, sondern wir machen einen Open Space, wo einfach, was weiß ich, am 20. April
blödes Datum, am 20. Mai kann man einfach kommen in die Kunsthalle und seine Arbeiten abgeben. Wir haben sowas letztes Jahr gemacht, ich war noch in Amerika, aber lange nach der Museen haben wir einfach eine Aktion gehabt, weil wir waren zwischen Ausstellungen im Sonderausstellungsbereich, also es war nichts da, aber die Vitrinen waren da, es war alles sozusagen also ready für Sachen, und wir haben Leute eingeladen, Dinge mitzubringen, die sie gerne ausstellen würden für einen Abend, eine Nacht im Museum. Und ich meine, das geht schon. Ich meine, ist die dann sehr spannende Frage von der anthropologischen Perspektive wieder ist das etwas, was der Wiener Kunstszene hilft? Man könnte argumentieren, dass es das täte, in dem Sinn, dass es dann eine Plattform schaffen würde, um sehr viele Arbeiten zu sehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Katastrophe, weil ja in der internationalen Kunstszene es ja extrem hierarchisch zugeht und diese Hierarchisierungen ja total konstitutiv sind und von dieser Perspektive ja auch schon der Open Call eine Katastrophe ist, weil die erste Assoziation, die ein Open Call gemeinhin in der Kunstwelt vermittelt ist, da kann sich ja jeder bewerben. Und ich kann nur davon ausgehen, ich weiß es nicht, aber ich kann nur davon ausgehen, dass für viele Künstler es aufgrund des Open Calls dieser Ausstellung nicht attraktiv war, in dieser Ausstellung zu sein. Weil will man wirklich in einer Ausstellung sein, wo jeder theoretisch sein kann? Nicht jeder will das. Ja, und wo vor allem wahrscheinlich absehbar ist, dass es genau dieses und noch in potenzierter Form natürlich ist. Das heißt, klar, dass man nicht kontextualisiert wird, also nicht nur im Sinn von Ranghöhen, auf denen sich das bewegt, sondern auch im Sinne von Bedeutungsproduktionen oder Bedeutungsverweisen auf gegenseitige Praxis. Was natürlich eine andere total spannende konzeptionelle Krise der Kunst in der Postmoderne mit sich bringt, weil das war die zentrale Frage, die ich gehabt habe, als ich begonnen habe, meine anthropologische Forschung über die Kunstwelt zu machen, ist: Woher wollen wir wissen, was gute Kunst ist? Wir sind in einer postparadigmatischen Situation, wir haben modernistische Strukturen von Paradigmenwechseln abgeschworen, wir leben in einem Moment, wo jede ästhetische Position grundsätzlich plausibel ist. Also wenn ich mich jetzt hier umschaue und ich sehe einige Künstler, die zum Beispiel durchaus nicht jung sind, sondern eindeutig seit 20, 30, 40 Jahren in vollkommener Unbekanntheit ihre Arbeiten machen, jetzt, ich meine, man könnte versuchen zu argumentieren, warum diese Arbeiten formal nicht so wahnsinnig wichtig sind und deshalb vielleicht verdientermaßen ignoriert werden von der internationalen Kunstwelt, aber ich glaube nicht, dass man das wirklich tun kann. Also die Antworten darüber, welche Kunst eigentlich relevant wird, ist eine extrem immanente und die irrsinnig viel zu tun hat mit sozialen Strukturen, ästhetischen Präferenzen, Netzwerken, Geld und so weiter und so weiter. Und all diese Dinge werden ja dramatisiert durch einen Open Call. Bei einem Open Call, wie gesagt, jeder könnte sich bewerben. Mhm. Können wir mit dem Ring noch was machen? Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo der sich nicht so richtig anbietet, oder? Weil. Ringstraße. Okay, ja. 150 Jahre Ringstraße. Das heißt, aber das wäre jetzt. Sagen wir so, das ist natürlich ein Assoziationsraum. Ja. Das heißt, man könnte natürlich. Na gut, also ich werde etwas anderes sagen. Also zum Beispiel man könnte einen Ring assoziieren mit Ehen, die Fragen von Exkursionen, Heteronormativität, Homonormativität und so weiter und so weiter. Und dann könnte ich sagen, dass ich vielleicht spurüberrascht bin, dass relativ wenig queere Themen prominent sind. Es gibt einiges, da zum Beispiel in der Arbeit dahinter irgendwo, aber es ist nicht, ich glaube, eine analoge Ausstellung in Chicago wäre queerer. Was immer das heißt, ich habe mir schon gedacht, dass. Themen der Sexualität wären vielleicht stärker im Vordergrund. Und das könnte natürlich zusammenhängen mit den USA, weil da ist Sexualität, hier ist ja viel unverbrämter, dadurch ist in Amerika viel stärker ein Thema für eine Avantgarde-Auseinandersetzung auch. Und das könnte man als Theorie machen. Aber ja, also ich könnte mir, also ja, es gibt wenig nackte Haut. Und das, ich meine, man könnte natürlich überlegen, ob das so ein. Wir wechseln gleich. Aber ich wollte das noch kurz an. Ja. Man könnte natürlich schauen, ob das auch ein Effekt eben einer bestimmten
Oberflächlichkeit oder einer normalen Oberflächlichkeit eines Zugangs zu einer Ausstellung ist, wenn man sie so rezipiert, dass man, also natürlich Queerness auf der Ebene der thematischen Assoziation mit Sexualität, mit Geschlechtlichkeit, mit Körperlichkeit assoziieren würde, und die, wenn man die nicht findet, würde man vielleicht ästhetische Strategien des Queering auf einer anderen Ebene übersehen. Gibt es abstraktes Queering? Das ist eine wunderbare Frage. Ich meine, es gibt Argumente danach. Ich persönlich finde sie nicht extrem überzeugend. Sagen wir so. Dann lege ich uns noch das letzte Objekt aufs Podest. Es ist eine Obi-Kundenkarte. Ich meine, Kundenbindung, Kundenanbindung auch an eine Institution. Die sollte ich haben. Ich trinke sehr viel Obi gespritzt. Obi gespritzt? Oh. Immer gespritzt. Du bist noch... Aber das ist ja in Ordnung. Ich glaube, Obi wäre ja okay, wenn man es spritzt. Das heißt, dieses Objekt oder ist für dich Erläuterungsbedürftig. Oder ist das Obi oder ist das was anderes? Ist das nicht das Obi, das ich mir denke? Das ist ein schönes Missverständnis jetzt, natürlich. Also mit zurückkommen. Oh, selber machen. Das zeigt euch, was meine Assoziationen sind. Obi ist ein Lieblingsmarkt für der Selbermacher. Was ist das? Wo man Holz kauft? Es ist eine Baumarkt. Ein Baumarkt, ne? Da eine Baumarktkette, und es ist eine Kundenkarte einer Baumarktkette. Wo ich mir denke, okay, ich finde das schön, dass wir jetzt eigentlich am Schluss dann ein Objekt hatten, wo es ein richtiges aufgelegtes Missverständnis gegeben hat, was das sein könnte. Ich habe mir gedacht, Obi, Apfelsaft, also hat ein Kundenprogramm. Ich kann überall Obi bestellen, Karte. Wäre das dann gewesen? Das wäre es originell gewesen, das hätte mir gefallen. Aber natürlich das Thema der Kundenbindung und welche Art man das macht, ist natürlich für dich als zukünftigen Museumsleiter eine ganz entscheidende Frage, oder? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben natürlich, wie jedes Museum, wollen wir unser Publikum irgendwie an uns binden und wollen irgendwelche Identifikationen schaffen. Es ist interessant. Ich überlege mir gerade, ob wir haben, glaube ich, sowas nicht. Ich meine, wir haben einen Freundesverein, wir haben Mitglieder des Freundesvereins. Ich glaube nicht, dass wir so eine Karte haben, die man dann kriegt. Ich muss gestehen, ich selber bin ja noch nicht Mitglied des Freundes. Ich kann gar nicht Mitglied sein des Freundesvereins, vielleicht gar nicht. Meine Assoziation mit dem, jetzt wo ich weiß, dass das ein so, also das ist ähnlich wie Baumarkt oder sowas. Ein Baumarkt, genau. Ein Baumarkt. Ja, also abgesehen davon, dass man mich dort nicht finden wird, weil ich einfach zwei linke Hände habe. Für mich sind das dann halt Assoziationen auf der künstlerischen Ebene mit durchaus formalistischen Fragen. Also für mich würde das dann wieder ins Zentrum rücken, die Ausstellungsarchitektur zum Beispiel. Oder auch diese, ich meine, wir sitzen hier mitten in einer Installation, wir haben gar nichts darüber gesagt, die finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Die Arbeit heißt Drehfoyer von Cecilia Braun. Mir schien es ganz sinnvoll, uns in die Waschmaschine zu setzen oder in die hypothetische Waschmaschine zu setzen. Absolut. Genau, aber das ist natürlich wir sind dann einfach wieder an der Stelle, wo bestimmte Arbeiten, bestimmte Ästhetiken diese Nähe zum Baumarkt nicht scheuen, würde ich jetzt mal sagen. Also diese Nähe zur Funktionalität oder diese Umbruchstellen. Ich glaube, das wäre natürlich, wir waren vorhin bei der Frage, ob es ein abstraktes Queering gibt oder eine queere abstrakte Ästhetik gibt. Und gerade im oberen Bereich der Ausstellung scheinen mir doch viele Arbeiten zu sein, die mit sehr rohen Materialien, einfach eine Frage, das ist eine philosophische Frage. Ich meine, ich könnte natürlich ein Argument geben, dass verschiedene disruptive Strukturen oder Interventionen eine queere Aspekte haben, aber dann würde ich ja die Sinnhaftigkeit dieses Begriffes sehr stark evakuieren. Und da bin ich meistens skeptisch. Also Lesbian Gay Studies ist eines von meinen Feldern, und da gab es sehr, sehr starke Tendenzen in den USA, ich glaube mittlerweile auch in Mitteleuropa, das Konzept von Queeren sehr, sehr stark auszudehnen über den sexuellen Bereich. Und ich war da immer skeptisch, einfach weil diese Spezifität dann ja dann verloren geht. Und mir sind immer, das merkt ihr generell, mir sind konkrete Interventionen immer sehr, sehr wichtig. Das noch zu der Frage, auch ob ich mir queere Interventionen auf einer rein formalen Ebene vorstellen kann. Und ich kann es, aber ich würde es nicht propagieren. Aber auf jeden Fall, ich meine, das wäre auf jeden Fall trotzdem ein Trend, den ich in der Ausstellung sehr stark wahrnehmen würde. Eigentlich Positionen, die
abstrakt, formal abstrakt mhm. arbeiten und die aber immer so über auch eine Materialästhetik bestimmte Referenzräume antriggern, öffnen, keine Frage. Machen. Und keine ich lese nur noch da noch eine Karte vor. Ich sehe sie, was ihr unter Umständen nicht seht, und das ist eine Stange, die das oben mit dem unten verbindet, Rufzeichen, sehr elegant macht sie das. Also das heißt, wäre die Stange hinter uns, die ja wirklich auch ein Display-Element wiederum ist, keine künstlerische Arbeit, aber natürlich haben wir da die Möglichkeit, dass ein scheinbar funktionales Teil, das aber ganz sicher hier diese Funktion nicht übernimmt, die sagt, die Eleganz gibt. Jetzt sind wir wieder bei der Ringstraße, oder? Sehr stark. Bei Otto Wagner auf eine Art und Weise. Ja, na gut, Otto Wagner hat sich an der Ringstraße abgearbeitet. Das war ja, er hat sich ja gegen den Historismus positioniert, obwohl wir mittlerweile, glaube ich, neu verstehen, dass er auch total aus dem Historismus selber kommt, auch weil wir jetzt den Historismus als viel moderner verstehen als noch vor einiger Zeit. Also da, was für mich sehr, sehr spannende Diskussion ist. Übrigens kann ich gleich einen Plug machen. Wir eröffnen ja eine wirklich spannende Ringstraßenausstellung, glaube ich, am 10. Juni. Und da geht es um genau diese Fragen. Die moderne, die überraschende Moderne des Ringstraßenbaus. Beginnend mit dem städteplanerischen Projekt, das 1857 begonnen hat mit dem Schleifen der Stadtmauern. Ich meine, die Uhr sagt mir von hier aus, dass wir noch 5 Minuten haben, aber für mich wäre auch möglich, dass wir einen Übergang machen. Kann man machen, ich meine, wir sind ja weit über der Zeit. Wir sind sowieso auch weit über der Zeit. Der Plan wäre jetzt an und für sich, wir haben gesagt, dass wir einen performativen Teil haben, bei dem Ihre Interaktionsmöglichkeiten sehr vordefiniert sind, aber dass wir jetzt eigentlich auch noch eine Nachbesprechung dieses Gesprächs gerne inszenieren möchten oder in Gang bringen möchten, und wir können uns aus der Ausstellung hier wegbewegen. Ja. Und würden, fangen wir einfach bei Konstantin Loser vorbei und dann rauf. Und gehen dann hinauf und würden einfach also wer immer noch jetzt mitgehen möchte, noch ein bisschen weiter plaudern im informelleren Bereich.